Akteur, der hält zuverlässig ein, weil mein Bahnhof hinten komplett besetzt ist. Wenn der Schienenbus jetzt steht und die nächste Zugfahrt ausgelöst aus dem Schattenbahnhof 1. Warum der hier immer mal stehen bleibt, das ist mir allerdings noch ein Rätsel. So, meine Steigung auf dieser Seite ist definitiv akzeptabel. Eine BR50, Originalmotor raus, Glockenankermotor rein, also auch dadurch ist es schon wieder ein bisschen leichter. Zieht problemfrei die 6 Waggons hier hoch. Und was war das für eine Zicke am Anfang? Überall und ständig hängen geblieben. Und jetzt fährt sie schön langsam, auch in Schrittgeschwindigkeit, bis zum Zielpunkt, wo sie hin soll. Traumhaft. So. Und auch unser Schienenbus tuckert so vor sich hin. Hier habe ich mal probiert, ein Traincontroller Silber, wenn sie in den nächsten Abschnitt kommt, dass in dem Abschnitt irgendwas passieren soll. In dem Falle zum Beispiel Licht aus. Und hier hinten, sobald sie im nächsten Blockabschnitt dann drin ist, soll wieder Licht an sein. Funktioniert tadellos. Auch das Einmessen mit den Lokomotiven hat super funktioniert. Wir halten so plus minus 2 cm. Der nächste Step wird irgendwann sein, Zugfahrten in die eine und in die andere Richtung zu programmieren, ohne dass die sich im Wendel ins Gehege kommen. Und hier in der Abfahrt bzw. Auffahrt entgegenkommen. Weil das sind so die kritischen Abschnitte. Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt im Traincontroller Silber deutlich besser funktioniert. Durch hier habe ich sie ja schon mal eingerichtet. Man sieht es teilweise in den Blöcken, hoffe ich doch. So. Die haben hier so einen blauen Streifen mit drin und sind damit gekennzeichnet als kritische Abschnitte. Das heißt, da guckt der Computer nach der Theorie genau hin, so dass sich eigentlich die Züge dort nicht gegenseitig begegnen sollten. So, was habe ich noch gemacht? Hier hinten, man sieht es jetzt am Trafo. Ursprünglich hatte ich die Versorgungsspannung und die Digitalspannung komplett auf eine mit drauf. Und hier hinten die ersten 3 Weichen haben teilweise zu spät geschaltet. Oder gar nicht geschaltet. Entweder, weil zu viel Strom gebraucht wurde, dass sie das nicht so schnell hintereinander gemacht hat und deswegen irgendwo ein Signal verloren gegangen ist. Oder weil es halt einfach von der Zentrale, die dort vorne ist, über die 1, 2, 3, 4, 5 Meter Kabel, dann irgendwo was verloren gegangen ist. Ich weiß es nicht. Es läuft jetzt seit 18 Minuten, seit ich das so angesteckt habe. Es ist nicht eine einzige Fehlfahrt bisher dabei. Finde ich klasse. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wirklich Versorgungsspannung und Digitalspannung komplett zu trennen. Das Einzige, was mir immer noch kurios ist,
was ich jetzt mal probiert hatte, diese 5 Waggons mit der Lokomotive im Traincontroller. Warte mal. Loks und Züge hier, die zum Beispiel direkt an die Lok zu hängen, hinten dran. Man soll die gleich dazu machen, dass man das sieht. Die Doppelstockhänger an die Lok dran zu machen. Und dann fährt die komischerweise nicht mehr so feinfühlig wie jetzt, sondern fährt ganz langsam los und fängt dann auf einmal an zu ruppeln. Und ich habe keine Ahnung, warum ist das so. So, letzte Einfahrt von dem Zug. Und danach Feierabend.